Könnt ihr euch an die Aussounds AU Flex ANC Kopfhörer erinnern? Das Video dazu existiert ja bereits. Wer es nicht gesehen hat, ich verlinke es kurz an dieser Stelle. Basierend auf diesem Test habe ich ein richtig cooles Projekt gestartet. Also bleibt dran! Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, ich habe da ja gesagt, dass ich das Gefühl habe, die Kopfhörer könnten etwas für Musiker sein. Mir haben die Kopfhörer ja sehr gefallen. Und ich fände es jetzt interessant zu wissen, was Musiker, Tänzer, verschiedene Leute, die alle irgendwie mit Musik zu tun haben, von diesen verschiedenen Kopfhörern halten. Deswegen habe ich den deutschen Vertrieb von Aussounds kontaktiert und habe mir jetzt mal die ganze Produktrange zukommen lassen. Also nicht nur den Flex ANC, sondern wirklich die ganze Range von dem Over-Ear-Kopfhörer, High-End-Klasse von Aussounds, wenn man so will, bis zu dem Einsteigermodell habe ich alles da. Sogar die Soundbrille, die quasi mit Lautsprechern hier ausgestattet ist. Ich packe also die ganzen Kopfhörer in meinen Rucksack, fahre jetzt durch Hamburg, besuche alle Musiker und Video-Creator, die ich kenne, also aus meinem Bekanntenkreis, und drücke die Kopfhörer denen in die Hand. Die sollen dann ein, zwei Wochen lang testen und dann erwarte ich eigentlich Feedback. Entweder wir treffen uns hier und machen das in Interviewform oder ich bin dort. Das werden wir dann sehen. By the way, bevor ich es vergesse, ich habe am Ende des Videos noch ein Angebot für euch. Also bitte bleibt bis zum Schluss dran. Polina, zeig mal die Kopfhörer. Yeah. Das sind die In-Ear-Kopfhörer von Aussounds. Die gebe ich jetzt Polina mit. Und dann treffen wir uns in ein, zwei Monaten wieder. Mhm. Du testest in der Zeit. Yep. Und sagst mir dann, wie du die findest, okay? Okay, so machen wir das. Alles klar, bis bald. Bei mir zu Gast ist heute Polina Vita, Sängerin bzw. Künstlerin aus Hamburg. Polina, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Schön, dass ich hier sein darf. Wir kennen uns persönlich noch gar nicht so lange, aber ich kenne dich als Künstlerin schon viel, viel länger, schon ein paar Jahre, weil ich deinen Werdegang, deinen musikalischen Werdegang schon ein bisschen verfolge auf Instagram. Kompliment an der Stelle, du machst tolle Musik, du hast eine wunderschöne Stimme und wenn ich diese Stimme einfach auch noch mal ein bisschen beschreiben darf, ich finde sie wirklich sehr lebhaft und berührend tatsächlich. Klingt zwar vielleicht etwas kitschig, aber wir Hi-Fi-Freaks neigen ja dazu, irgendwie Klänge ein bisschen zu beschreiben. Und ich muss sagen, deine Stimme klingt echt berührend. Das ist schön. Das ist ein sehr gutes Kompliment. Das ist ein seltenes, gutes Kompliment. Das will man doch, dass die Stimme berührt. Ja. Cool, danke. So, und ich habe heute ein paar Fragen vorbereitet. Mich würde einfach nochmal interessieren, wann hast du mit Musik angefangen? Und wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, das will ich aber auch beruflich machen? Also ich war immer sehr musikalisch, auch als ich klein war. Ich habe immer auf dem Klo gesungen, in Weißrussland noch, als wir da gewohnt haben. Also Musik war irgendwie immer da für mich, in meinem Kopf zumindest. Obwohl ich keinerlei Familie habe, die musikalisch ist. Also ich habe das irgendwie in mir drin gefühlt. Mhm. Und meine Mutter hat mich dementsprechend auch gefördert, immer in so eine musikalische Schule geschickt und so. Und als ich dann in Deutschland war, war ich dann in einem russischen Chor, wo wir auch Aufführungen hatten. Ja, ich glaube, so mit, ach so, mit 13 habe ich dann ein Stipendium bekommen, ja, für die Stage School. Also die Stage School in Hamburg, die bildet ja so Musical-Leute aus. Und da gab es für Jugendliche ein Stipendium zu gewinnen für Musik, Tanz und Schauspiel. Und damals war ich noch so, werde ich vielleicht auch Schauspielerin oder Musikerin? Naja, ich habe mich da beworben und habe das gewonnen. Seitdem habe ich dann viel mehr gesungen und viel mehr meine Stimme entdeckt auch. Mhm. Und habe mich dann dazu entschieden, okay, ich will das machen. Da ist irgendwas, das ist irgendwie total cool und ich will meine eigenen Songs schreiben, stand schon ganz früh fest. Ja, und nach der Schule, nach dem Abitur, habe ich dann einfach überall gesungen, wo man singen konnte, mit 17, 18. Habe einfach bei jeder Live-Session in Hamburg mitgemacht. War vielleicht so neben der Schule schon dreimal die Woche unterwegs und habe gespielt, wo man nur spielen konnte. Mhm. Und irgendwann Musiker kennengelernt und dann von da aus mehr Gigs gespielt, mehr Songs geschrieben und dann irgendwann bei meinem Verlag unterschrieben und so weiter und so fort. Dann kommt der Ball so ins Rollen, ne? Eins nach dem anderen. Ja, das hat wirklich sehr viel mit Kontakten zu tun. Mhm. Ich habe das Gefühl,
ja, es ist echt ein Kontaktberuf. Da kommen die Leute dann einfach auf einen selber dann zu, ne, mit der Zeit? Ja, das ist nicht so, wie man studiert es und dann macht man hier ein Praktikum und dann weiß man, wie man endet, sondern das ist unfolding. Also es ist, du hast das Potenzial, ganz viel zu machen, aber es kann auch sein, dass daraus nichts wird. Also es ist immer so ein Risiko bei der Musik. Ja. Das finde ich aber sehr spannend. Gehört sehr viel Mut dazu, ja. Vor allem in der heutigen Zeit. Es gibt so viele Künstler eben. Ja. Und wer den Durchbruch dann eben schafft, das kann man gar nicht so richtig beeinflussen. Ne? Ja, man kann nur an sich glauben und einfach weitermachen. Aber es ist ein Risiko. Mhm. Also wenn man was Sicheres machen möchte, wo man weiß, da kriegt man irgendwie gutes Geld, dann müsste man, wenn man mit der Musik zu tun haben möchte, vielleicht in den Musical-Bereich gehen. Das ist schon wesentlich sicherer als das, was ich mache. Oder behind the scenes arbeiten, so wie du zum Beispiel. Vielleicht werde ich ja auch irgendwann Musiker dadurch. Naja, du machst ja was mit Musik, also es ist ja, genau das meine ich halt, ne? Also entweder man steht auf der Bühne oder man macht so viel behind the scenes, so wie du, hinter den Kulissen. Für mich, da sprichst du tatsächlich gerade was an, für mich ist das wirklich was Besonderes, denn ich habe auch immer leidenschaftlich Musik gemacht, aber um es professionell zu machen, reicht es absolut gar nicht. Mhm. Aber da ich das leidenschaftlich mache, ist das für mich ein wirklich toller Kompromiss, ja, ne, dass ich mit Musikern, ja, das ist der Hammer. Das merkt man aber auch. Du bist immer so Feuer und Flamme für die Musiker und die Musik, die sie machen. Und das merkt man, dass es dir Spaß macht. Sag mal genremäßig, welches Genre bedienst du? Ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen Pop. Mhm. Als Songwriterin bin ich gerade sehr viel in der Dance-Szene unterwegs und ganz oft wird meine Stimme auch dafür benutzt und ich bin als Feature dann auf dem Song drauf. Mhm. Aber meine eigene Musik ist schon eher poppig, also einfach nur Pop. Wo du das gerade ansprichst, dass du als Feature auf anderen Songs drauf bist, mich würde auch interessieren, also du machst dann also nicht nur Musik für dich selber, du machst also Musik auch für andere. Gibt es noch irgendwie andere Bereiche, wo du tätig bist, die halt nicht mit einer Single oder einem Album zu tun haben, einfach einen Job? Ja, also als Songwriterin zu arbeiten, das mache ich sehr, sehr gerne, weil es einfach bedeutet, neue Leute kennenzulernen, neue talentierte Leute aus aller Welt kennenzulernen und nicht nur in Hamburg zu bleiben. Das habe ich schon sehr, sehr früh angefangen zu machen und das macht auch super viel Spaß. Sonst als Job meinst du wahrscheinlich Auftritte? Ja, oder hast du auch quasi so Werbedeals oder so bekommen? Ja, also wenn man jetzt an Musiker denkt, oder an den Werdegang Musiker denken viele nur an dieses Live-Spielen oder der spielt hier auf der Straße oder der macht Konzerte. Aber es ist so eine große Fläche von verschiedensten Berufen, die man ausüben kann. Zum Beispiel in der Werbemusik, da mache ich auch sehr viel. Songwriting-Sessions für andere Künstler und andere Acts und Artists und DJs. Auftritte, ich arbeite auch mit Jugendlichen ab und zu. Ja, es ist einfach eine breite Fläche. Das finde ich gut. Das heißt, du machst also nicht nur Musik für dich selber, sondern guckst auch hier und da, was kann man mit Musik noch machen für andere. Songwriting finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Ich war halt mal bei dir im Tonstudio auch und konnte dir dabei zusehen, wie du Vocals eingesungen hast. Und da habe ich auch gemerkt, das war jetzt nicht irgendwie ein Song für dich, sondern du hast das... du musst auch nicht Näheres dazu sagen, aber ich habe da halt herausgehört, dass es halt irgendwie auch für andere Menschen war. Ja, also wir nehmen sehr viele Demos. Wir nehmen bestimmt jeden Tag einen neuen Song auf oder schreiben zumindest, aber nehmen auch jeden Tag fast einen neuen Song auf. Und ob der dann jetzt genommen wird oder nicht, das ist steht nicht in meiner Macht. Aber da gehören sehr viele Songs dazu, das stimmt. Soll ich dir sagen, welche meine Lieblingssongs von dir sind? Gerne. Einmal Chariot, wirklich ein richtig cooler Song. Dankeschön. Und ziemlich lange her, Now. Mhm. Und davon allerdings die Akustikversion, die du auf YouTube hast. Ja. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Titel. Und tut euch mal den Gefallen. Ich verlinke beide Songs einfach mal in die Videobeschreibung. Klickt mal drauf und hört euch die Songs an. Wirklich sehr, sehr gut. Hast du denn gerade eine Single, die gerade neu released ist, die du promoten möchtest? Also die letzte Single, die rausgekommen ist, heißt Surf Song. Ist auch eher ein entspannterer Song, geht so Richtung Chariot, also den Song, den du gerne magst. Und ja, neue Musik kommt sehr bald raus. Also wir arbeiten gerade dran. Das wird dir gefallen. Das wird dir gefallen. Ja. Ja. Ja, das ist die Richtung, die du magst. Cool.
Ja, den Surf-Song verlinken wir dann auch an der Stelle. Ich habe jetzt noch mal ein Feedback für dich, worüber du dich auf jeden Fall freuen wirst. Mhm. Ich habe nämlich eine Spotify-Playlist auch an euch gerichtet, eine Spotify- und eine Tidal-Playlist für alle, die mir noch nicht folgen. Und da habe ich ganz tolle Titel zusammengestellt. Da sind Künstler aus Hamburg, manchmal auch sehr, sehr bekannte Künstler, Musik, die ich aus früher mag, aber auch audiophile Titel, die man auf HiFi-Anlagen oder Kopfhörern einfach sehr, sehr gut hören kann. Und da sind auch ein paar Titel von dir drin. Und das Witzige ist, es gibt, oder nicht selten schreiben mich Leute an und sagen, hey, die Playlisten finde ich richtig, richtig cool, die du da zusammengestellt hast. Und dein Name fällt ziemlich oft, cool. Dass sie deine Musik ziemlich gut finden. Das ist ganz witzig. Das soll so weitergehen, ja? Ja, das kriegen wir schon hin. So, und das letzte Mal, als ich bei dir im Studio war, das war wirklich auch ein toller Vormittag. Und dein Mann hat mich auch durch die Studioräume geführt. Mhm. War auch ganz cool. Und ich habe dir Kopfhörer in die Hand gedrückt. Ja. Sag mal eben, welche waren das? Also, du hast mir die Aussounds True Wireless Earbuds gegeben. Mhm. Und die habe ich ausprobiert. Also, erstmal muss ich sagen, das Design ist richtig cool. Ja, passt zu deinem Hut. Passt zu meinem Hut und passt zu meinem Laptop. Ich habe meinen Laptop genau in der Farbe. Ja, vom Design her sind die wirklich richtig gut. Wenn man irgendwie so mit dem Laptop viel arbeitet und dann legt man die so darauf, das sieht schon cool aus, finde ich. Kannst du denn mir sagen, in welchen Situationen du sie genutzt hast? Ja, ich habe sie beim Sport benutzt. Mhm. Und ich habe sie beim Arbeiten benutzt, also wenn ich im Studio war zum Beispiel und am Laptop was gemacht habe und was hören musste. Ja. Das war dann immer ganz cool, weil die lagen dann ja auch die erste Zeit im Studio. Klanglich? Klanglich muss ich sagen, da sind schon sehr viele Höhen und Mitten. Mhm. Also eher weniger Bass. Ja. Was ich aber für manche Musikrichtungen sehr gut fand. Okay. Bin ich so wie mein Mann, der hört sehr, sehr viel so Gangster-Rap und sehr viel basslastige Sachen. Mhm. Für mich ist das nicht so wichtig. Das ist interessant, dass du das sagst, denn ich habe zwar die genau nicht getestet, aber andere von Aussounds. Mhm. Und da ist mir das auch ähnlich aufgefallen, dass die Höhen und Mitten besonders gut sind, nicht so basslastig. Ja. Und für bestimmte Musiktitel ist das eben auch sehr, sehr gut. Also es ist nicht immer was für jeden. Manche lieben halt den Bass, so wie dein Mann, wie du sagst. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, für meine Zuschauerschaft, oft sind das eher der audiophile Hörer, dass die eben diese hohen Klänge sehr, sehr gerne mögen. Ja, also für viele Musikrichtungen ist das halt perfekt. Die kannst du dann auch gerne behalten. Oh, danke schön. Cool. Ja, Paulina, vielen, vielen Dank, dass du das Projekt überhaupt mitgemacht hast, dass du extra hergekommen bist für das Interview. Alles für dich, Dimi. Dankeschön. Und ja, hoffe, du kommst wieder. Ja. Auf jeden Fall. Und dir alles Beste und komm mal wieder zu uns ins Studio. Sehr gerne. So, ich habe jetzt drei richtig coole Künstler hier in meiner Location. Und zwar Niki Tall, extra aus Hannover hergekommen, Patrick Scheffler hier aus Hamburg und Bria auch hier aus Hamburg. Vielen Dank an euch drei, dass ihr hergekommen seid. Der AUXT-ANC Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling. Jetzt habe ich dir, bei meinem letzten Besuch bei dir, habe ich dir auch Kopfhörer in die Hand gedrückt. Den schön hier. Ich habe dir vor deinem Urlaub noch diese Soundbrille von Aussounds gegeben. Hattest du die dabei? Die hatte ich mitgehabt, ja, tatsächlich. Wie war das für dich?